Ach, Mann. Ja. Ich habe aufgenommen. Lange. Ich habe, bin Creepern begegnet, habe rumgeschrien, hatte Herzstillstände, hab Diamant gefunden, hab eine Höhle ausgeleuchtet, hab Spinnen getötet, hab alles Mögliche gemacht und mein Mikrofon war aus. Ja. Schön. Meine Motivation ist jetzt gerade die eines toten Pinguins. Ich nehme jetzt einfach, was weiß ich, 10 Frustminuten auf. Ich habe keine Ahnung mehr, wo lang ich muss. Also, um es euch nochmal zu zeigen, wie es so circa abgelaufen ist. Ich kam hier runter. Also, da oben ist die Treppe, wo wir gebaut hatten. Hier. Hier kam ich runter. Bin da lang gegangen, hab mich hier runtergegraben, hab das Zombie hier getötet. Dann hab ich hier erstmal alles ausgeleuchtet, hab Geräusche gehört, hab mich die ganze Zeit in die Hose geschissen, vor lauter Angst. Dann habe ich hier dieses Loch untersucht und dort untersucht. Dort bin ich dann weiter lang gegangen, wo mir die ganze Zeit Monster begegnet sind, was ich jetzt auch mehr ausleuchten wollte beim zweiten Weg. Oh, okay, das Ganze geht im Kreis. Wo ging's denn weiter rein? Ja. Dann ging es irgendwo, ging es noch weiter nach unten. Ich weiß gerade nicht wo. Ich schau mal. Auf jeden Fall ist da in der Wand ein Loch. Was zur Hölle? Oh, da ist noch ein Kästchen, okay. Wo war ich denn? Hä? Also hier ging es auf jeden Fall nach unten irgendwo. Nein. Okay. Hä? Verwirrend. Bin ich irgendwie jetzt dumm? Scheinbar. Wo habe ich mich denn jetzt zur Hölle lang gekommen? Weg da mit dem Stein. Da, du auch. Kann ich wenigstens hier so ein bisschen lang laufen. Wo ging es denn weiter? Weiß es gerade nicht mal mehr. Irgendwo habe ich mich mit Kies runtergestapelt. Ah, ich glaube hier. Hier war es genau, da in der Ecke. Da bin ich runtergegangen. Hier. Da habe ich mich dann runtergestapelt. So, hier waren auch die ganze Zeit Monster. Spawn ich also auch noch mal ein bisschen. Leuchte ich auch noch mal ein bisschen aus. Ganz panisch. Da, hier habe ich auch die ganze Zeit Monster in der Wand gehört. Die sind ja scheinbar immer noch da. Was ist dann passiert? Ja, ich kann auch die Aufnahme hochladen, aber sie wird halt keinen Ton haben. Dann bin ich hier hingekommen. Da habe ich mich hier einfach schräg durchgegraben durch den Wasserfall. Währenddessen ist ein Zombie da runtergelaufen. Dann habe ich erstmal hier oben mich versteckt. Mich komplett umgeschaut, habe da oben alles ausgeleuchtet. Da oben war nichts Besonderes. Bisschen Eisen vielleicht. Ja, da habe ich erstmal alles ausgeleuchtet. Nichts, dass ein Paraglider-Creeper mich angreift, habe ich da circa gesagt. Genau, da habe ich hier runtergesehen. Da hinten, da unten, da war Diamant. Und dann bin ich halt ganz schnell da runtergestürmt. Hier unten hat es ein Zombie runtergespült. Da habe ich zugebaut, weil da eine Spinne war. Habe ich hier so abgebaut und dann ist hier ein Creeper hochgehüpft und hat mich gesprengt. Dann habe ich erstmal eine Minute lang fast gar nichts mehr gesagt, weil ich psychisch kaputt war. Dahinter ist dann ein Creeper noch rumgehüpft. Den habe ich mit einer Fackel vors Gesicht gehauen. Dann bin ich nach oben gegangen, habe die 6 Diamanten hochgebracht, habe mir ein Diamantschwert gebaut, eine neue Spitzhacke aus den 3 Eisen, die ich noch dabei hatte, habe nochmal 30 Eisen hier insgesamt abgebaut gehabt und in den Ofen getan. Und ja, soweit sind wir jetzt gerade in der Höhle. Ihr wisst nicht, wie sehr mich sowas aufregt. Ich mache mir echt die Mühe, irgendwie unterhaltsam zu kommentieren. Und dann baue ich so einen Scheiß und habe mein Mikrofon einfach aus. So, schau mal einfach mal jetzt da lang. Vielleicht ist jetzt ein Creeper da und macht mir wieder Angst. Oh Gott, es geht in alle Richtungen. Ich habe Schiss. Besonders bei solchen Wegen. So. Da ist ja schon mal eine Sackgasse zum Glück. Gut. Besonders, ich habe gerade sehr Creeper-Paranoia und drehe mich alle paar Sekunden um, weil ich einfach nicht nochmal von hinten gesprengt werden möchte. Ich hasse dieses Gefühl des überrascht worden Seins.
schnell ausleuchten. Ausleuchten. Gut, da ist nichts. Ausleuchten. 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 Hier ist gerade irgendwie ziemlich leer. Wahrscheinlich kommen hier gleich wieder Creeper. Oder gar nichts? Gar nichts an mir rechts sein. Oh, gut, gar nichts. Schön. Ja, ich habe ein Schweinefleisch gegessen. Auch interessant zu wissen. Und jetzt graben wir erstmal hier alles ab, was wir gefunden haben. Ach Gott. Tut mir leid, dass ich so versaut habe. So nachkommentieren kann ich den Part nicht. Das ist einfach nicht dasselbe, wenn ich nachkommentiere. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. Bin halt so ein Fail. Hochstapeln. Und wieder ein bisschen runter. Aber ihr merkt ja auch, Minecraft macht mir, hat mir eigentlich gerade wieder Spaß gemacht. Ich habe ja jetzt irgendwie gestern zwei Parts gebracht und am Abend dann, also heute Abend ist der Part an dem, heute Abend ist der Tag, an dem ich die zwei Parts hochgeladen habe. Genau. Das nehme ich gleich schon hier weiter auf, weil ich einfach Lust habe. Spaß macht. Und da unten war ein Creeper drin. Ist dort immer noch ein Creeper drin? So, hier oben nicht. Schauen wir mal da runter. Nein, der Creeper ist ausgewandert. Schön zu wissen. Naja. Also, es macht mir gerade ja wieder an sich Spaß, aber wenn sowas passiert... Boah, nee. Nee, nee. Geht gar nicht. Nehmen wir uns noch ein bisschen Redstone mit. Kann ich hier mal irgendwas Schönes mit Redstone mal bauen? Interessiert ja vielleicht die einen oder anderen. Ich bin nicht gut in Redstone, also... Grundkenntnisse, wie man Musik damit abspielt, wie man eine Türklingel baut und sowas. Kleines kriege ich noch hin, aber wenn man so ein Rätsel, wo irgendwas nacheinander aktiviert werden muss, nee. Fragt ihr eindeutig den Falschen. So, hier baue ich einfach mal jetzt meine Treppe runter. Und wir leuchten mal so ein bisschen mehr aus. Ist mir ja viel zu hell hier. Dunkel, meine ich. So, vielleicht finden wir ja noch ein bisschen mehr Diamant. Dann seid ihr doch nochmal dabei, wie ich Diamant finde. Oh Mann. So. Wasser ist unser bester Freund in Minecraft. Vergiss das nicht. Treibt uns alle Gegner vom Leibe oder zu uns hin. So, gehen wir mal hier rüber. Zack, zack. So, was ist da unten so? Machen wir es ganz einfach. Graben wir jetzt langsam den Berg weg, um die beste Aussicht zu haben. Eine große Aussichtsplattform. Aber ich höre auch keine Monster mehr, seltsamerweise. Das ist mich gerade verwundert. Haben sich wohl alle Urlaub genommen. Hui. Hui. So. Ja. Ich weiß gerade nicht zu sagen. Ich baue jetzt hier einfach noch ein bisschen Eisen ab und wir bauen ihn dann wieder an der Oberfläche ein bisschen. Das hat mir jetzt echt die Laune verdorben. Aber gut, okay, warte. Tun wir nicht so jetzt. Verdrängen wir mal unsere schlechte Laune einfach ganz wie gewohnt und reden wieder ein bisschen freundlicher. Damit es für euch wenigstens spannend ist. Nicht aufgenommen, ich bin halt dumm. Fertig. Ja. So, das Redstone, das nehmen wir aber nicht mit, weil ich jetzt nicht gerade hier Lust habe, unter Wasser zu tauchen und gleichzeitig mit meiner Spitzhacke auf Steine einzuschlagen. Heißt ja nicht MacGyver. Sind wir da lang gegangen? Ja, sind wir, gell? Ja. Sind wir dort lang gegangen? Nein, noch nicht. Dann erforschen wir noch diesen Gang, der schon der so schrecklich aussieht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, gut. Wieder einen sicheren Gang gefunden. Haha, gesichert von Zombie. Zombie, der Meister der Höhlen. Der keine Aufnahme gescheit machen kann. Hurra!
Schade eigentlich. Schade, schade, schade. So, wenn dieser Part oben ist, dürfte ja Prince of Minecraft, ja, sollte ja jetzt oben sein und fertig sein. Ihr könnt ja mal eure Meinung dazu abgeben, wie ihr es gefunden habt. Ich habe irgendwie da gar nichts mehr am Ende gesagt. Ich habe das Part einfach so abrupt beendet. Also, wie fandet ihr dieses so Adventure? Soll ich mehr Adventures machen? Ich finde eigentlich schon, dass ich mehr Adventures machen wollte, aber ihr müsst sagen, ob ich die Adventures gefallen und ob ich irgendwelche Adventures spielen soll, die ich sogar kenne, oder ob ich nur Adventures blind spielen soll. Wie das Prince of Minecraft, der war ja blind. Wer es mitbekommen hat, wie ich mich angestellt habe, kann es ja nur blind gewesen sein. Ja. Also hier ist nichts mehr, gar nichts mehr, nada, niente? Nee. Gut. Dann gehen wir mal wieder an die Oberfläche. Haben wir hier schon genügend Sachen gefunden. Müssen ja nicht den ganzen Tag in der Höhle leben. Tun wir doch schon im Real Life. Ho. Wie witzig. Schlag mit Kalech und Butterbrot. Wie gesagt, mich soll da gerade ausgraben. Ja, ich höre immer auf das Spiel. Immer wenn es mir irgendwelche kleinen Tunnel angibt oder sowas, grabe ich einfach mal da rein. Ganz spontan, actionhaft. Oh mein Gott, meine Spitzhacke ist kaputt. Ihr könnt doch mal schreiben, was ich... warte, wie viel Holz, Diamant habe ich noch? Was gar nicht mehr. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Hier komme ich her. Okay. Warum ist jetzt hier eine Sackgasse? Moment. Hier kamen wir doch von her. Ja. Ah. Ah. Ja. Passt. Was wollte ich gerade sagen? Ich habe es schon wieder vergessen. Aber ich habe es ja, glaube ich, schon zu Ende ausgesprochen. In gewisser Weise. Ich werde euch schon wieder rechts von mir irgendwas auf den Boden hüpfen. Also drehen wir lieber um. War das noch ein Diamant? Ein Eisen. Ich brauche Eisen. Eisen bedeutet mehr Eisen. Oh Gott, jetzt fange ich schon so an wie Funk. Mehr Raketen heißt mehr Raketen heißt mehr Raketen. Ja. Wo geht's hoch? Wo geht's hoch? Wo geht's hoch? Da geht's nicht hoch. Irgendwo hier ging's hoch. Ja, da geht's hoch. Vielleicht sollten wir jetzt hier auch mal eine Treppe anlegen. Okay, fertig. Und schauen wir mal, ob hier wieder was gespawnt ist, obwohl ich alles ausgeleuchtet habe. Die Ecke könnte noch ein bisschen mehr ausleuchten. Nein, diesmal nicht. Nur komische Geräusche aus den Wänden. Hurra. So, das war's jetzt auf jeden Fall mit der Fail-Aufnahme. Wir sehen uns beim nächsten Tag wieder, Part wieder an der Oberfläche. Wenn der Part relativ kurz war, werde ich ihn sogar noch heute hochladen, wenn der Part eigentlich seine 20 Minuten hatte. Glaube ich aber nicht. Na gut, dann mache ich heute noch einen Part. Also den nehme ich erst morgen auf, aber trotzdem kommt heute noch ein zweiter Part, wo ich an der Oberfläche spiele wieder. Hurra. Schauen wir mal noch in unser Haus, ob vielleicht Nacht ist und ein Creeper in unserem Haus steht. Nein. Okay, ich habe das Zeug unten in der Truhe vergessen. Das hole ich jetzt gleich dann. Und hier ist Zombie over and out. Jetzt mache ich schon wieder einen Auffang. Spinne ich. Auf jeden Fall. Naja. Nächstes Mal, also morgen, wieder besser gelaunt. Also für euch eine Aufnahme später. Euer Zombie. Schade eigentlich. Das war echt spannend. Das Höhle. Ah, egal. Bis dann.